Euer Lord Titan alias Sven Duncan, und ja, ich werde weiterhin Beiträge posten, eben gegen rechtes und asoziales Fehlverhalten, was viel in der Gesellschaft und global gesehen eben kaputt macht, was Menschen kaputt macht, Kinder schon kaputt macht, und die Menschen weggucken und es als Tabuthema hinstellen, weil es ihnen nur blind um Perfektion geht, um Geld, Gier, Neid, Hass und nicht wirklich um menschliche Werte, um Liebe, um Miteinander. Um Toleranz, um Respekt, vor allen Dingen Respekt, geht es den Menschen leider nicht, sondern nur ihre Ich-Position und alles muss dem gleich sein. Wir sind alle verschieden, das sage ich euch mal, euch kleinen rechten Spinner. Ja, wer mir kommt mit, wir sind alle gleich oder wir müssen alle gleich sein, der hat den Schuss nicht gehört. Der verfolgt nur dieses blinde Gleichheitsprinzip, eine blinde Ideologie, wie es Neonazis nicht besser machen. Ja. Wir sind alle verschieden und die Frage ist, respektieren wir das, akzeptieren wir das und haben wir Respekt untereinander? Ganz besonders eben werde ich mich für eingeschränkte und behinderte Menschen einbringen, wie ich eben auch selbst einer bin. Ich bin selbst ein schwer behinderter Mensch. Und es wird halt nicht anerkannt, es wird in der Gesellschaft nicht anerkannt und auch bei den Behörden nicht anerkannt. Unter den Behörden zum Beispiel läuft das alles nur unter zwei Kategorien, entweder suchtkrank oder eben psychisch krank. Eine andere Maßnahme gibt es an Kategorien nicht für Betreuung. Ja. Was ich sehr fatal finde und sehr lächerlich, weil Behinderung ist ein weites Thema und hat nicht nur etwas mit einem Bereich Sucht zu tun. Ja. Oder eben Krankheit oder eben Psycho-Scheiße. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich von Geburt an eine Seheinschränkung habe. Ich sehe nur einäugig seit meiner Geburt und das sehr schlecht. Das ist aber nicht das Gravierende, sondern das Gravierende ist eben die Gewaltzunahme und die Gewaltbereitschaft der Gesellschaft hat eben mich belastet. Psychisch, geistig, seelisch, körperlich belastet und hat eben auch mein Gehirn beschädigt. Mein Gehirn hat eine Überfunktion, eine Überreizung an eben Signalen, die es freisetzt und ja, um eben Bilder oder etc. zu verarbeiten. Das belastet einen sehr, das führt auch zu Depressionen und alles. Das mag für euch alles irgendwo lächerlich klingen oder sowas. Für mich ist es aber das Leben und das ist sehr hart, damit zu leben. Und eben, dass es nicht anerkannt wird. Ja, es wird zwar anerkannt vom Gesundheitsministerium und sowas als Behinderung und Einschränkung, was es nun mal auch ist, was ich nun mal habe. Ich habe auch dadurch eben zu Recht meine Rente, ja, weil diese Gesellschaft mich kaputt gemacht hat. Aber eben dieser sachliche Bereich, diese Genauigkeit, dass man da hinschaut und sagt, was ist eigentlich der Auslöser für diese Behinderung oder Einschränkung? Es ist diese Gewalt in der Gesellschaft, die rechte und asoziale Fehlbildung, die es gibt, gegen die aber keiner was machen will. Die Menschen das zu verharmlosen, immer wieder verniedlichen und so tun, als wäre es doch kein Problem. Doch, es ist ein Problem. Es ist überhaupt das Problem. Das asoziale und rechte Fehlverhalten, das Fehlstreben, diese blinde Ideologie ist, was all unsere Probleme erst hervorruft, die wir im zwischenmenschlichen Miteinander haben. So, und was bis hin zu Kriege führt, bis hin zu Gewalt, bis hin zu Mord und Totschlag. Und wir auch ohne diese rechte und asoziale Fehlbildung sehr gut leben könnten. Ja, mehr im sozialen Bereich, mehr im menschlichen Bereich, mehr im Miteinander. Dazu gehört aber nicht alles eben radikal, eben wieder im Rechten, in eine Gleichheitsschiene packen, dass wir alle gleich wären. Nein, wir müssen endlich kapieren, dass wir alle unterschiedlich sind. Und dass es auch unterschiedliche Verhaltensarten gibt. Und davon auch welche, die man zu gutem Recht nicht fördern darf und nicht
unterstützen darf. Ja, wie rechtes Fehlverhalten, wie asoziales Fehlverhalten. Es gibt Gesetze, aber Gesetze werden gar nicht befolgt. Die Polizei ist sozusagen entmachtet, ja. Ärzte verwalten irgendwas von irgendwelchen Psychosen oder sonst was, was es gar nicht gibt, also was gar nicht gegeben ist, was es vielleicht in anderen Bereichen gibt, Psychosen und etc. Aber eben wird alles unter der Diagnostik psychisch oder suchtkrank geführt, was gar nicht ist. Bei mir zum Beispiel ist es auch eine körperbedingte Einschränkung, ein körperliches, ja. Eine körperliche Behinderung, sagen wir mal so. Und ich habe kein Problem, offen damit umzugehen oder offen darüber zu reden. Nur Menschen verstehen es halt nicht. Und deshalb muss ich mich mehr und mehr einbringen, mehr und mehr Stärke beweisen, mehr und mehr Kraft einbringen, mehr und mehr Zeit einbringen, um eben verständlich zu machen, dass es falsch und richtig gibt, dass es gut und böse gibt und dass es eben dadurch Auswirkungen gibt, was Menschen erst kaputt macht, was Menschen erst auch in die Behinderung treibt, ja, indem es Menschen zerstört, indem es Menschen körperlich, seelisch, geistig belastet. Ja, und ich habe ein sehr dickes Problem mit dem ganzen verlogenen Scheiß. Es wird auch eine Menge Lügen bürokratisch festgehalten über meine Person oder über meine Behinderung, was dann reingezogen wird in psychisch Kranke oder sowas, wo dann irgendwelche fixen, ja, Fantasieideen festgehalten werden, bürokratisch gesehen, wo ich nur sagen kann, ich gebe einen Scheiß auf euch, ja, auf euer rechtes, kleines, falsches System, voller Lügen, voller Hass, voller Neid, voller Gier. Ja, ich will als Mensch leben und als Mensch anerkannt werden und dafür stehe ich ein, eben auch, dass ich nicht alleine, sondern auch andere Menschen mit schweren Behinderungen und Einschränkungen anerkannt werden im Leben, dass menschlich mit uns umgegangen wird, dass wir eben auch eben aus den Gesetzen, die es gibt, unsere Würde erhalten dürfen und unsere menschlichen Rechte als Anerkennung verdienen. Dass wir als menschliche Wesen anerkannt werden und im Mittelpunkt stehen. Innerhalb dieser Gesellschaft. Aber das ist leider nicht so, deshalb muss ich viel reden, mich auch immer wiederholen, weil es nicht verstanden wird. Weil die Menschen auch zu naiv sind, zu dumm und zu blöd, um zu sehen, was eigentlich passiert. Ja, man darf über die Wahrheit nicht reden. Man darf über die wirklichen Ursachen von Krieg und Leid nicht reden. Wenn man die Probleme nicht ansprechen kann, kann man sie auch nicht lösen. Das ist mein Motto. Ja, und ich spreche Probleme an. Ihr wollt sie vielleicht nicht wahrhaben, ihr wollt sie vielleicht nicht sehen. Aber ihr seid das Problem. Eure rechte, asoziale, durchsetzte Gesellschaft, wo Eltern an der Erziehung versagt haben, Lehrer an der Erziehung versagt haben, Erziehungsberechtigte an der Erziehung versagt haben, die ihnen eigentlich gesetzlich gegeben ist, dass sie eine Erziehungspflicht haben, eine Bildungspflicht haben, im sozialen Bereich eben. Und das wurde total unterlassen. Es wird auch unterlassen, der Polizei, ja, ihre Handlungsfreiheit zu geben, dass sie sich um Recht und Ordnung kümmern kann, dass sie sich um richtig und falsch kümmern kann. Eben rechtes Fehlverhalten ist auch unter anderem gesetzlich untersagt, kommt aber immer wieder durch und schlägt sogar öffentlich gegen andere Menschen. Und es gibt immer wieder dieses Gleichheitsprinzip, was ihr habt, liebe asozialen rechten Pisser da draußen. Was Menschen erst belastet und kaputt macht, weil ihr damit Menschen ausgrenzt, ihr macht ein Gleichheitsprinzip auf und was da nicht reinpasst in eure Gleichheitsschiene, in eure blinde Perfektionsschiene, das wird ausgegrenzt, das wird diskriminiert, das wird verurteilt, das wird mit Gewalt übersät. Ja, und das macht Menschen kaputt. Und über diese Wahrheit wollt ihr nicht sprechen, wollt ihr nicht reden, deshalb werde ich weiterhin Beiträge machen, weiterhin schriftlich. Aber auch medial, mit Videos, mit Tracks festhalten, wie verseucht diese Menschen sind von rechten und asozialen Fehlbildungsniveau, von rechten und asozialen Fehlverhalten. Und werde eben als sozialer Mensch in einer sozialen Position menschlich mich dagegen behaupten, dass so viele
Menschen nur noch Aggression, blinden Hass und blinde Wut in sich führen, Vorurteile und Lügen hocherheben und das gegen andere Menschen richten, mit aller Gewalt. Ja, und das macht uns kaputt. Ja, und darüber darf man nicht reden, darüber kann man nicht reden in dieser Gesellschaft. Man wird ausgegrenzt und ausgeschlossen und man sagt, geh doch zu irgendwelchen Treffpunkt für psychisch Kranke oder geh doch, ja, was weiß ich, irgendwo ins Café für psychisch Kranke oder bla bla bla. Und es wird immer dieses psychisch krank betont, auch von Leuten, die sich eigentlich um mich kümmern sollen. Die sagen dann immer ihre psychische Krankheit oder sowas. Nein, ich bin nicht psychisch krank und ich bin auch nicht suchtkrank. Ja, und das wird gar nicht anerkannt in dieser Gesellschaft. Das ist schon in sich eine Diskriminierung, etwas einfach als krank zu bezeichnen, nur weil man es nicht versteht, weil etwas anders ist. Ja, und ich weiß, warum ich kaputt bin. Ich spreche es auch immer wieder an. Ich spreche es auch immer wieder öffentlich an. Ich weiß, wo es herrührt und ich habe ein Problem damit und ich werde mich auch dagegen stellen, dass weiterhin Menschen kaputt gemacht werden, schon Kinder kaputt gemacht werden, schon in Schulen kaputt gemacht werden, schon in Elternhäusern kaputt gemacht werden, schon in Heimen kaputt gemacht werden. Ja, durch eben falsche Erziehung, falsche blinde Ideologie, die ihnen eingetrichtert wird, diesen Kindern. Ja. Ihr müsst euch auch nicht wundern, dass immer mehr Hass, Gewalt und Kriminalität entsteht, wenn ihr dem nicht endlich mal einen Riegel vorsetzt und mehr sagt, wir brauchen menschliche Werte, wir brauchen soziale Werte, wir brauchen mehr Liebe, Toleranz und vor allen Dingen, das Wichtigste ist Respekt untereinander. Wenn dieser Respekt nicht gegeben ist, nicht kommt, wenn ihr keinen Respekt vor meiner Person habt oder vor meiner Behinderung und Einschränkung, dann habe ich auch keinen Respekt vor euch, egal wie ihr seid. Und dann sage ich zu gutem Recht, die ganzen Leute, die arbeiten gehen, ja, und sagen, sie haben keinen Respekt vor mir und ich sei ein Stück Dreck. Dann sage ich, bückt euch für meine Rente, ihr Arschlöcher, ja, und haltet eure verdammte Fresse. Ihr wisst gar nichts im Leben, ja. Ihr habt nur gelernt, euch zu bücken für das System, für Geld und für meine Rente, ja. So. Peace an alle Sozialen mit Verstand, euer Lord Titan. Und die Rechten und Asozialen können mich mal. Peace.